Sie haben die Parteienfinanzierung angesprochen. Da sind jetzt ja auch schon Gesetze am Entstehen. Auf Bundesebene gibt es einen Entwurf. Auf Landesebene in Vorarlberg wurden erste Eckpunkte eingeschlagen. Hätten diese Gesetze diese Affäre nun verhindern können? Wenn es schon bisher eine Prüfbefugnis des Rechnungshofs gegeben hätte, also das heißt, dass der Rechnungshof wirklich in die Bücher der Parteien schauen kann, also wirklich nachprüfen kann, welche Mittel haben die Parteien, wie haben sie sie eingesetzt, woher haben sie sie bekommen. Denn diese Möglichkeit haben wir jetzt noch nicht. Wenn das schon gewesen wäre, wäre es natürlich viel schwieriger. Ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist. Also gewitzigte Leute finden immer irgendwelche Wege. Aber wäre es wesentlich schwieriger, solche Konstruktionen zu machen. Das heißt, diese Offenlegungspflicht gegenüber dem Rechnungshof und diese Prüfbefugnis des Rechnungshofes, dass der wirklich hingehen kann, dort nachschauen kann, ja, wie haben die das verbucht, was haben die gemacht, welche Veranstaltungen waren, wie wurden die finanziert oder was immer. Das wäre absolut notwendig. Das wird gefordert schon seit längerer Zeit. Und wenn es kommt, ich hoffe, dass es kommt. Also jetzt spricht viel dafür, dass wir wirklich so eine Änderung des Parteiengesetzes bekommen. Dann wären solche Geschäfte, die man hier gemacht hat, nicht mehr so leicht möglich sein.